Wie konnte es beim Pfälzer Traditionswurf überhaupt zu so einer Entwicklung kommen? Wir gehen mit euch auf eine kurze grafische Zeitreise. In der Saison 2009-2010 war noch alles gut. Der SFCK stieg in die Bundesliga auf und erreichte in der Folgesaison einen ordentlichen 7. Platz im Oberhaus. 2012 folgte dann allerdings der erneute Abstieg in die Zweitklassigkeit. 2013 waren die Pfälzer dann wieder ganz nah dran am direkten Wiederaufstieg, scheiterten knapp an der TSG Hoffenheim in der Relegation. Auch in den Folgejahren spielte Kaiserslautern oben mit in der zweiten Liga. Seit 2016 geht die Entwicklung allerdings kontinuierlich nach unten. Aktuell stehen sie nun mit nur 2 Punkten aus 7 Spielen auf dem letzten Tabellenplatz. Unsere Kaiserslautern-Insider Christian Schwarz und Maximilian Linar ordnen diese Entwicklung jetzt nochmal für euch ein. Neuer Trainer, vielleicht neues Glück, aber insgesamt ist da schon vieles im Argen beim ersten FC Kaiserslautern und es wird spannend zu sehen sein, ob das jetzt mit der Trainerpersonalie gelöst werden kann. Für mich wäre der geeignetste Kandidat Bruno Labbadia mit seiner FCK-Vergangenheit und seiner Erfahrung wäre in dieser Situation sehr hilfreich. Allerdings glaube ich nicht, dass er sich das antut, weil das wäre ja nur einfach mal eine Situation ähnlich wie bei Hamburg. Chaos wie in Hamburg 2.0. Glaube ich nicht, dass er sich das antut.